Hallo Welt da draußen, hier ist Ernst immer Wanderer. Ich bewege mich heute zur großen Demo in Hannover. Nach anfänglichen Schwierigkeiten komme ich jetzt minimal zu spät. Naja, Straße wieder gesperrt von der Polizei, das Übliche halt. Man könnte fast meinen, es würde den Leuten so schwer wie möglich gemacht, einen Parkplatz zu finden, aber keiner kommt. Das ist natürlich aber reine Spekulation. Ja, ansonsten habe ich schon eine Menge Querdenker gesehen. Plakate auf Autos, Corona-Ausschuss, dann Leute mit Schildern. Die Polizei ist extrem präsent, super viele hier. Und ja, das sieht auch schon nach einer Personeneingangskontrolle aus. Ja, dann mal wieder dran saliert wegen der Maske. Werde ich es vielleicht auch so machen, dass ich mich vorsichtig bewege heute. Dann habe ich eine Chance. Aber du musst übrigens, würde ich sagen, gegen Demo. Könnt ihr sehen? Also, meine Vermutung, dass die Straße gesperrt werde, wäre aus Drangsalierung, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Es ist wahrscheinlich die Gegendemo, die Stress macht. Also könnte ich vermuten. Regenbogenflaggen gibt es auf beiden Seiten. Aber ja, weiß man nicht. Ne? So, liebe Leute, hier ist der einsame Wanderer wieder. Ich gebe euch mal ein Bild, wie es hier aussieht. Also der Platz. Die Polizei war sehr kulant, also hat sich nichts gesagt. Ich habe mir auch eine Maske vorgehalten für einen Moment, um einfach mir dumme Fragen zu stellen. Dann kann man nämlich besser filmen. Also, wie viele Leute haben wir da? Ich weiß es nicht. Nee, live mache ich nicht. Ich habe einen Vlog oder einen Vlog einsamer Wanderer. Da ist die Demokratische Gewerkschaft zu sehen. Das ist die Gruppierung Anselm Lenz. Das sehe ich tatsächlich immer sehr kritisch, weil Anselm Lenz meiner Ansicht nach relativ weit links steht. Aber andererseits, was soll der Spalterkram? Und die Positionen kann man später noch diskutieren, wenn man die Freiheit wiederhergestellt hat. Von daher stelle ich mal links, rechts, hinten an. Drauf geschissen. Ja, mache ich mich mal ein bisschen frei von. Aber nichtsdestotrotz, kritisches Denken bleibt natürlich immer. So, jetzt gehen wir mal ins Gewühl. So, wahrscheinlich gibt es hier irgendwo einen zentralen Eingang. Ich meine, ich könnte auch rübergehen, aber ich schaue mal einfach rum. Mal gucken, ob ich bekannte Gesichter sehe. Schön, hier sind normale Menschen, das ist sehr erfreulich. Sollte ich das Denken noch nicht eingestellt haben. Ja, ich bewerte hart, aber so ist das halt. So, jetzt ist die Frage, wo hier der Eingang sein soll. So, wir sehen Flaggen, Luftballons, also das klassische Bild, sag ich mal. Und ich werde mich mal ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Ich sehe hier keinen Eingang, deswegen gehe ich jetzt einfach rüber. Wir haben uns eine Menge Beinbewegung. So, dann wird der demokratische Widerstand verteilt. Von Querdenken. Puh, so. So, mal gucken, was wir hier alles Schönes haben. Schöne Bilder. So. Okay, also es ist, denke ich, sicherlich so groß wie das letzte Mal in Hannover, als Querdenken aufgerufen hat. Glaube ich, kann man sagen. Ja, ansonsten. Ich weiß, jetzt Livestream will. Ich meine, Ignaz Beert ist irgendwie live drauf. Wie ich gesagt habe, auch hier Regenbogenflaggen. Es gibt auf beiden Seiten. Hat auch noch nicht so richtig angefangen. Das ist gut so. Mal schauen, da vorne wird auch nochmal gefilmt. Hier ist noch eine Absperrung. So. Jetzt noch keinen getroffen, den ich kenne, aber ich arbeite dran. Du musst das Fernsehen an sich aber Verrot, Verdummung, Gefallen sind die Gebote, ihre Götter sind Auflage und Einschaltung.
Menge, das ist auch sehr süß. Darf ich euer Schild mal filmen? Darf ich euer Schild mal filmen? Super, ich danke dir. Kommt auf meinen Vlog. Danke. Oh ja, sehr schön, danke. Besucht mich mal auf Einsamer Wanderer. Da kommt das dann. Hier haben wir den Straßenüberstand. Auf der Zeitungsseite baut er den Magazinüberstand. Soll ja sehr, sehr groß sein. Genau. Jawohl. Ich werde mich mal nach vorne durchkämpfen und euch für einen Moment abklemmen. So, da bin ich wieder zurück, in der Hoffnung, dass mein Handy hält. Ist schon heute jetzt einmal runtergefallen. Blöde Haltung hält nicht richtig. Also falls ihr gleich purzelt, nicht wundern. So, hier stehe ich jetzt relativ weit an der Bühne. Es ist noch nicht losgegangen, obwohl ich zu spät bin. Ich muss gerade an das Leben des Brian denken, ich weiß auch nicht warum. Hier war ein Kreuz. Ups, hier ein Aluhut. Hier sind verschiedene Kamerateams, keine Ahnung von wem die sind. Das gehe ich mal ein bisschen mit euch durch die Menge durch. So, viele, viele kreative Schilder sind hier zu sehen. So, hier zum Beispiel. Montag, Dienstag, Mittwoch. Test, hey, hey. Mal rund um den Fall. Ja, ja, da, aber Test, hey. Wir haben super Wetter. Muss man sagen. Ich denke, das ist okay, das ist ein Ding, schätze ich mal. Mal gucken, ob ich was sehe. Schauen wir mal kurz. Ordner sind auch da. Heute bin ich mal nicht Ordner. So. Schauen wir nach hinten. Keine Ahnung. Das ist die Technik, die man sieht. Ansonsten. Ja, ich würde sagen, melde ich mich später nochmal bei euch. Aus diesem Grund gilt für alle Personen. Die Polizei trägt gerade zur Belustigung bei. Zueinander. Es sei denn, sie kommen aus einem gemeinsamen Ausstand. Des Weiteren darf ich darauf hinweisen, den Beginn der Versammlung beginnt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske. So, und jetzt geht's gleich los. Unseren großartigen Nana vorzustellen und einfach nochmal zu sagen, das ist der Mensch, der einfach mit Liebe und Herz und ganz viel Motivation und Energie Menschen verbindet und zusammenbringt. Und wir sind so froh, mit ihm gemeinsam diese Veranstaltung machen zu können. Und noch froher sind wir, dass er uns als Moderator durch das Programm begleitet, weil gerade bei den kalten Füßen, der gibt uns ordentlich Zunder, da bleibt es warm im Herzen und in den Füßen. Darum wird er sich schon kümmern. Also, meine Lieben, das Programm startet mit Nana Lifestyler. Was soll ich sagen? Das ist unglaublich. Dankeschön, Hannover, danke an die Menschenfamilie. Das ist ein Gefühl aus Gänsehaut. Man könnte weinen, man kann lachen, man kann irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wurde natürlich von ein paar Leuten begrüßt. Ist ja nicht so voll. Es ist die erste. We are North, wir sind Liebe. Zum Ersten, es gibt nach wie vor die Bestimmung, alle Teilnehmenden tragen eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung. Hier und heute eine medizinische Maske oder eine sogenannte FFP2-Maske. Und zum Zweiten, alle Besatzungsteilnehmenden haben einen Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander einzuhalten. Ausnahme, Sie kommen aus einem gemeinsamen Vorstand. Im Bereich vor der Bühne sehe ich
Personen doch ziemlich bedeckt. Wenn Sie sich mal umdrehen und Richtung Stadion schauen, dort in dem vorhandenen Veranstaltungsbereich ist noch jede Menge Platz. Es wäre sehr hilfreich, wenn sich jetzt alle Personen ein wenig in den rückwärtigen Bereich entwickeln würden. Vielen Dank für Verständnis in der Durchsage. Die Polizei ist relativ kulant hier, finde ich. Es geht auch ganz anders. Relativ höflich. Hallo? Jetzt wieder. Wunderbar. So, also es war nochmal unsere Erinnerung, dass wir uns auch wirklich auf die an die Auflagen halten, so rum. Und zwar wirklich nochmal jeder genau schaut, hat er genug Platz um sich herum, 1,5 Meter. Und bitte wirklich alle, die kein Attest haben, müssen die Maske tragen. Wenn ihr keine OP-Maske dabei habt, bekommt ihr welche bei uns am Infotisch. Die haben wir parat für euch. Weise mal drauf hin, einmal den Hubschrauber machen, dass sie nach hinten ausweichen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob 1,5 Meter bei euch wirklich drumherum sind, ihr kennt das, dann machen wir den Hubschrauber. Das ist einfach einmal Arme ausstrecken und sich drehen. Dann ist auch der Letzte sicher, dass er auf jeden Fall genug Platz hat. Wunderbar, vielen lieben Dank und wir machen weiter im Programm. Dankeschön, danke. So, jetzt bin ich auch wieder da, nach dem Film. Man darf mal ganz kurz ein bisschen rumheulen bei sowas. Macht bitte mal ganz kurz einen Helikopter, alle bitte. Polizei ist hier sehr, sehr freundlich. Wir wollen diesen Tag, macht den mal bitte alle, macht ein bisschen Platz, dann wird das ein grandioser Tag. Wir haben ein tolles Programm, genau. Schick nach hinten rücken, ihr seht das, es wird immer voller, wunderbar. Geht ruhig ein Stück nach außen, wir haben einen guten Sound und dann geht's weiter. Ich bin super berührt, so viele Menschen hier zu sehen und ich glaube, wir haben einen großen Anfang gemacht und zwar, wir gucken in eine neue Richtung und zwar dahin, wo wir hin wollen. Wir wollen mehr miteinander, egal ob wir Masken tragen oder nicht. Wir lassen uns nicht spalten, das ist unsere Botschaft heute. Wir sind ja eine Menschenfamilie und wir halten zusammen, egal was gerade kommt. Und wir haben für euch, ich habe für euch einen Song geschrieben, Wir sind Liebe. Und ich bitte euch, der Refrain ist wirklich einfach, wir sind Liebe, wir sind Liebe, wir sind Liebe. Jetzt auch mitzusingen, es wäre wundervoll zu sehen und euch zu hören. Dankeschön. Ich stehe mit dir zusammen hier, denn mein Herz trägt mich zu dir. Egal was sie erzählen, ich lass mich nicht trennen von dir. Werd mit dir gemeinsam gehen, für uns wird Zukunft stehen. Wie unser Lied erklingt.
Kommen. Jetzt kommt ein Berliner. Wir haben eigentlich uns immer nur gesehen auf den ganzen Bühnen, haben aber uns immer respektiert und jetzt liken wir uns bei Instagram. Total geil. Haben nicht so viel gesprochen, aber wir schätzen uns und ich schätze ihn auch. Und das Geile ist, dass er auch eine Zeitung hat mit seinem Team. Der demokratische Widerstand. Wer kennt die Zeitung? Endo! Dann würde ich sagen, hier ist Amsel Lenz! Hendrik natürlich und Luis und Sophia. Bitte verzeiht, dass ich nicht alles merken kann, aber das ist ein ganz starkes Team hier auf der Bühne. Und ich bin froh, dass ihr angereist seid aus Berlin und ja, eure Bühne. Ja, tausend Dank Nana und Daniel Reh, auch Mitgründer der Demokratischen Gewerkschaft, gegründet am 2. August im Berliner Mauerpark. Nach unserem 1. August mit roundabout 1,3 Millionen Demokratinnen und Demokraten in Berlin, die dann runtergerundet wurden auf die berühmten 20.000. Also es ist auf jeden Fall toll, dass in Hannover auf dem Schützenplatz so unglaublich viele Menschen sind. Das ist wirklich große Klasse. Überwältigend. Ihr seid im Grunde alle umarmt, geherzt, der feste Händedruck an jeden von euch, der ihn haben möchte, oder auch der Bussi. Es ist Valentinstag. Demokratische Gewerkschaft, warum? Die Demokratiebewegung ist unteilbar. Wir gehören zusammen in dieser Situation sowieso. Wir lassen uns da überhaupt nichts einreden und wir lassen uns auch überhaupt nicht ablenken von irgendwelchen Spleens, die du, ich, er, sie irgendwie auch noch hat. Es geht nicht darum, welches Fahrrad wir fahren, welche Farbe wir gerade toll finden, welche sexuelle Orientierung wir haben. Dieser Käse ist jetzt im Moment gerade mal nicht so wichtig. Es geht um unsere Grundrechte und Teil davon ist auch eine ernsthafte Vertretung der Interessen derer, die sich Monat für Monat durchhangeln müssen mit ihren Einkünften. Also klassisch Arbeiter, Angestellte, kleine, selbstständige Gewerbetreibenden, die Tagelöhner, die es in Berlin und auch sonst in der Republik zuhauf gibt, die vollkommen von der Berufspolitik vernachlässigt werden seit jeher im Grunde und auch von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften des DGB haben ohnehin seit Jahrzehnten versäumt, tatsächlich mal einzutreten für die Interessen der Lohnabhängigen, der Werktätigen in unserer Bundesrepublik. Das wissen wir im Grunde alle schon. Unter dem Corona-Regime mit seiner ganzen Verfassungswidrigkeit haben sich diese DGB-Gewerkschaften entpuppt als vollkommen gelbe Gewerkschaften. Also als Gewerkschaften, die gegen unsere Interessen arbeiten und die für die Interessen einer kapeistergegangenen Regierung arbeiten und der Konzerne, die dort im Hintergrund federführend sind. Das hat notwendig gemacht, nicht nur ein Zeichen zu setzen, sondern eine ernsthafte Struktur zu schaffen, zumindest anzufangen, sie aufzubauen. Das haben Daniel Reh, Anke Wolf, Hendrik Sodenkamp und ich und viele andere, 40 Gründungsmitglieder, gleich am ersten Tag in Gang gesetzt. Und das hier ist ein erstes Ergebnis davon. Zwischenzeitlich haben sich über 10.000 Menschen für die DG angemeldet. Und so wächst eine Struktur. Die demokratische Gewerkschaft als Vertretung der Lohnabhängigen, als auch übrigens mit einer Sparte für Landwirte,
Mit denen gehören wir auch zusammen. Seit 3,5 Wochen ist Berlin glücklicherweise bereichert von den Leuten, die für uns im Wortsinne die Kartoffeln vom Feld holen, unseren Mitmenschen, Mitbürgern und Kollegen, den Landwirten, den Bauern, die der Regierung mit Hunderten von Traktoren jeden Tag am Alexanderplatz zeigen, was eine Hake ist. Ein Gruß an die Bauern. Vielen Dank. Ja, es ist ein Lawnfestival am Valentinstag. Und also ich bin stolz darauf, mit so fähigen, tollen Leuten verbunden zu sein. Wir arbeiten gerade auch nicht wenig, weil diese Arbeit es gerade wirklich braucht. Wir wissen auch alle, wie schön es ist, einfach mal faul zu sein und dass man das gerne mehr sein sollte. Arbeitszeitverkürzung ist ein Thema der demokratischen Gewerkschaft. Die faire Verteilung von Arbeit und auch die faire Verteilung des produktiven Outcomes. Und natürlich insgesamt auch das Verfassungsthema insgesamt. Wir bestehen auf dem Grundgesetz und wir bestehen darauf, dass eine Revolution, wenn sie denn stattfinden soll, ob nun die vierte industrielle oder welche auch immer, von unten nach oben stattfindet und nicht von oben nach unten. Jedenfalls nicht ohne uns zu fragen. Und am Ende werden wir es sein, die zu sagen haben, wir machen hier das Ganze. Wir gehen hier zur Arbeit. Wir bezahlen unsere Gewerkschafter. Wir bezahlen unsere Politiker. Und am Ende bezahlen wir auch dieses Konglomerat an Managern, die sich gerade überlegt haben, wie der nächste Unterdrückungsapparat aussehen soll. Das sind Methoden der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir haben die hinter uns gelassen und wir werden uns durchsetzen. Über unsere Zukunft entscheiden wir selbst. Man hört euch nicht! Ihr seid zu leise! Und deswegen werden wir eine Verfassungserweiterung anstreben, ernsthafte Volksentscheide in allen grundlegenden Fragen, auch die Währung betreffend. Wir werden durchsetzen auf Basis des Grundgesetzes eine Erweiterung im Sinne des imperativen Mandates, damit so etwas, weil wie es CDU und SPD und auch die Grünen derzeit durchziehen, leider auch Teile der Linkspartei, leider auch Teile der FDP, leider auch Teile der AfD, nie wieder vorkommen kann. Wir übernehmen die Macht! Und der Tag wird kommen, an dem sich diese Leute werden zu rechtfertigen haben. So wie es jede Regierung muss. Jede Regierung muss sich den Menschen, dem Volk gegenüber rechtfertigen. Nicht das Volk gegenüber der Regierung. Und das sind im ganz bunten und diversesten Sinne und besten, feinsten Sinne, dem man das sagen kann. Das Volk sind und bleiben wir. Und das ist unser Land. Und in letzter Konsequenz üben auch wir hier die Gewalt aus. Und das müssen wir in letzter Konsequenz dann auch klar machen. Irgendwie gibt es immer wieder Stress hier vorne. Aber die Liebe steht zuerst und das Verständnis für die Mitläufer, die überwältigt wurden von einer Schockstrategie, wie Naomi Klein das nennt. Das haben wir alle zusammen gut gemacht. Und wir machen es auch gut, uns dieser Verfebung nur ein Stück weit auszusetzen, sondern einfach zusammenzuhalten in dieser Situation, tatsächliche Toleranz zu üben, nicht die repressive Toleranz, wie Marcuse es nannte, sondern eine echte. Wir sind hier zusammen drin und wir werden uns schon irgendwie verständigen. Und dieser Prozess hat begonnen und im Grunde hat die Revolution, die demokratische Revolution der Demokratiebewegung in Deutschland bereits stattgefunden. Hinter so lang anhaltende Demonstrationen geht es nicht zurück. Wir werden uns alle gemeinsam durchsetzen und dann werden wir einen Weg finden, wie wir uns verständigen, wie wir uns Regeln geben, die menschenfreundlich sind und mit denen wir gemeinsam in die Zukunft gehen können. Wir werden wahrscheinlich nicht alle an jeder einzelnen Ecke genau zufrieden sein, so wie es dann rauskommt, aber wir werden uns so verständigen, dass wir sagen können, gut, das ist guter demokratischer Konsens. So funktioniert das. Wir lassen uns nicht ins 20. Jahrhundert und dessen düsterste Seiten zurückhetzen. Kommt nicht in Frage. Und in diesem Sinne übrigens auch nochmal ein Gruß
an die Antifa SASS, wie Rudi Dutschke das sagte. USA SASS, das war ein bisschen frecher Kommentar damals von Rudi Dutschke. Aber man muss wirklich sagen, wie diese konzerngelenkte, unterwanderte Fake-Antifa seit einem Jahr sich benimmt, ist das Ergebnis einer vollständigen Deformation der Linken. Linke arbeiten für die Arbeiter, für die Angestellten und nicht gegen sie. Und das sind keine Linken, das sind Merkel-Truppen. Und dann wünsche ich angenehmen Untergang auf einem Schiff, das nicht unseres ist. Und wir machen dann weiter und werden dann irgendwann auch euch gegenüber Verständnis zeigen müssen und etwas finden, wie wir zusammen weitermachen können. Denn wir üben diese Toleranz. Wir haben weiterhin geöffnete Arme für Leute, die in den Kreis der Demokraten zurückkehren wollen. Die andere Seite macht das nicht so, aber das ist übrigens auch ein dialektisches Gesetz. Die Verfemten werden sich am Ende durchsetzen. Wer dermaßen verfolgt und auf die Rübe kriegt, von den Leuten auch noch, die eigentlich für uns arbeiten sollten, der setzt sich am Ende durch. Das ist eine geschichtliche Konstante, vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr, spätestens in 10 Jahren werden wir, die deutsche Demokratiebewegung, in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit uns durchgesetzt haben. Da bin ich mir absolut sicher. Merci. Ja, hallo Hannover auch von mir. Wir haben im April angefangen, diese Zeitung, den demokratischen Widerstand, herauszugeben. Und wir geben uns redlich Mühe, die Opposition zu diesem totalitären Regierungskurs abzubilden und zu zeigen auf Papier, dass es uns gab, dass eben diese Wahrheit, dass Hunderttausende bis Millionen und heute schon wieder Tausende hier in Hannover auf die Straße gegangen sind für die Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für ja, die Gewaltenteilung auch in der Bundesrepublik 2020. Jetzt haben wir sehr viele Zusendungen auch bekommen von Menschen, die in ihren Betrieben so drangsaliert werden, weil sie eben nicht dem Regierungskurs folgen, dass sie, obwohl sie teilweise seit 10, 15 Jahren in ihrem Betrieb arbeiten, gekündigt werden, rausgeworfen werden und die Betriebsräte, die Gewerkschaften machen überhaupt gar nichts für diese Menschen. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt heute hier bei der Demokratischen Gewerkschaft zu sein, eine ehrliche Interessensvertretung der Menschen, die sich dafür einsetzt, dass ja, faire Arbeitsbedingungen weiter bestehen bleiben und dass die fairen Arbeitsbedingungen auch noch zunehmen in der Bundesrepublik. Ja, bitte Applaus. Applaus für die Demokratische Gewerkschaft. Es ist grundsätzlich so, dass dieses Regime gerade eben eine riesige Deindustrialisierung und Abwirtschaftskampagne in der Bundesrepublik fährt, ohne dass hier in irgendeiner Form bekannt gegeben wird, warum das gemacht wird und wo das Ganze hinführen soll. Darüber wurde niemals demokratisch abgestimmt. Und das ist falsch. Das zeigt wirklich in die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte und der europäischen Geschichte. Und das geht einfach so nicht. Auch deshalb bin ich hier sehr froh, dass ich mit so vielen Demokratinnen und Demokraten, mit Menschen, die von links und auch von rechts kommen und aus der kompletten Mitte der Gesellschaft, die einfach keine Lust haben, dass es hinter dieser Errungenschaft zurückgeht und dass hier ein Verarmungsprogramm durchgeführt wird, die uns alle mitnimmt und wo dann am Ende nur 2%, 1%, wenn es hochkommt, irgendwie davon profitieren werden. Ich freue mich auf dieses Jahr 2021. Ich freue mich auf Streiks. Und ich freue mich auf einen ehrlichen Arbeitskampf und ich freue mich auf die nächsten Hunderten und Tausende Demonstrationen, die dieses Jahr stattfinden werden. Und für mich ist das jetzt der Auftakt der Revolution in der Bundesrepublik. Ja. Ja, hallo Hannover, mein Name ist Sophia Maria Amsmulas, ebenfalls Mitglied der Chefredaktion des Demokratischen Widerstands. Ich wurde gerade
mir wird gerade mitgeteilt, wir haben keine Zeit mehr. Ich wollte auf jeden Fall Hallo sagen. Hallo Hannover. Und ich bin ursprünglich aus Wien und sag doch mit mir gemeinsam ein großes Hallo nach Wien. Hallo Wien. Dankeschön, auf jeden Fall ist er der Aufmerksamkeit.